Ein Auto erhöht seine Geschwindigkeit in 3 Sekunden gleichmäßig von 50 km/h auf 80 km/h. Klein a berechne die Beschleunigung. Klein b berechne die Länge der zurückgelegten Strecke. Klein c zeichne die entsprechende VT-Grafik und klein d entnimm der Grafik, wie schnell das Auto nach einer Sekunde fährt und wann es 70 km/h fährt. Wir stellen diese Bewegung so dar. Wir wissen, dass die Anfangsgeschwindigkeit V0 50 km/h beträgt, das heißt 50.000 Meter pro 3.600 Sekunden, also 125 Neuntel Meter pro Sekunde. Die Endgeschwindigkeit V beträgt 80 km/h, also 80.000 Meter pro 3.600 Sekunden, das heißt 200 Neuntel Meter pro Sekunde. Wir wissen auch, dass diese Zeit T 3 Sekunden beträgt, also so. Was wir suchen, sind die zurückgelegte Streckenlänge, die wir in Meter ausdrücken, und die konstante Beschleunigung A, die wir in Meter pro Quadratsekunde ausdrücken. Um A und x herauszufinden, haben wir diese zwei Formeln einer GGBB zur Verfügung. Beginnen wir mit dieser Formel V gleich V0 plus A mal T, aus der wir schließen, dass A V minus V0 geteilt durch T ist. Wir ersetzen V durch 200 Neuntel, V0 durch 125 Neuntel und T durch 3. Somit stoßen wir auf diese Rechnung und die ergibt 25 Neuntel. Die Beschleunigung A beträgt also 2,7 Periode Meter pro Quadratsekunde. Jetzt kommen wir zu dieser Formel. In klein b wenden wir diese Formel an. Wir wissen, dass x0 gleich 0 ist. V0 ist gleich 125 Neuntel. T da und da ist gleich 3 und A ist gleich 25 Neuntel. So stoßen wir auf diese Rechnung und die führt sofort zu 325 Sechstel. Die Länge der zurückgelegten Strecke beträgt also 54,16 Periode Meter. In klein c sollen wir die Grafik VT darstellen, das heißt, die horizontale Achse, das ist die Achse der Zeiten T, und die vertikale Achse, das ist die Achse der Geschwindigkeiten V. Je nach dieser Angabe drücken wir die Zeiten T in Sekunden aus und je nach diesen Angaben drücken wir die Geschwindigkeiten V in Kilometer pro Stunde aus. Je nach dieser Angabe können wir die Einheit auf der horizontalen Achse so wählen und je nach diesen Angaben können wir die Einheit auf der vertikalen Achse wählen als 1/10 der Länge von dieser Strecke. Wir wissen, dass die Anfangsgeschwindigkeit 50 km/h beträgt. Deshalb gehört der Punkt mit Koordinate 0, 50, dieser grüne Punkt, zur gefragten Grafik. Wir wissen aber auch, dass die Geschwindigkeit nach 3 Sekunden 80 km/h beträgt und demzufolge gehört der Punkt mit Koordinate 3, 80
zur gefragten Grafik. Da die Bewegung eine GGBB ist, das heißt, die Geschwindigkeit nimmt gleichmäßig zu, ist die Grafik ganz einfach diese geradlinige Strecke. Jetzt kommen wir zu klein d. Zuerst fragt man, wie schnell das Auto nach einer Sekunde fährt, und das sollen wir in dieser Grafik ablesen. Also, wir positionieren uns hier bei einer Sekunde. Ab diesem Punkt ziehen wir die Vertikale nach oben bis zum Schnittpunkt mit dieser Grafik und von diesem Punkt aus ziehen wir die Horizontale bis zum Schnittpunkt mit der vertikalen Achse. Und hier lesen wir die Geschwindigkeit ab. Nach einer Sekunde fährt das Auto mit der Geschwindigkeit von 60 km pro Stunde. Also so. Jetzt wird gefragt, wann fährt das Auto 70 km pro Stunde? Deshalb starten wir von diesem Punkt. Wir ziehen die Horizontale bis zum Schnittpunkt mit der Grafik und von diesem Schnittpunkt aus ziehen wir die Vertikale bis zum Schnittpunkt mit der horizontalen T-Achse. Und hier lesen wir ab, nach 2 Sekunden fährt das Auto 70 km pro Stunde. Also die gefragte Zeit T, bei der das Auto 70 km pro Stunde fährt, beträgt 2 Sekunden.